meine Damen und Herren, und nun wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung bei dem ARD-Unterhaltungsmagazin Bitte umblättern. Heute unter anderem mit Rudi Carrell, Robert Long und Cliff Richard. Den in Ihren Programmzeitschriften angekündigten Beitrag mit Nastassja Kinski sehen Sie in unserer nächsten Sendung. Regisseur Roman Polanski hat ihr bislang Redeverbot erteilt. Er lässt sich sonst nicht vor jeden Kern spannen, es sei denn, es geht um sein erstes Buch. Goethe war gut, aber auch Rudi Carrell ist als Autor nicht schlecht. Auf 336 Seiten arbeitet er launig seine Erinnerungen auf Carrells Diktum und Wahrheit. Gib mir mein Fahrrad wieder. Das rufen noch sämtliche Holländer, wenn sie an Deutsche sehen. Beim Krieg haben die deutschen Soldaten die Fahrräder beschlagnahmt. Dann kann man einen Holländer leicht seine Frau abnehmen, aber ein Fahrrad, das ist ein Verbrechen, das vergisst er nie wieder. Nun finde ich das ziemlich doof, dass es so lange nach dem Krieg immer noch gerufen wird, aber durch einen Zufall taucht dieser Satz so 5-6 Mal in dem Buch immer wieder auf eine Art Running Gag auf, auch in Beziehung zu anderen Sachen. Ja, man kann Ihnen also nicht vorwerfen, dass Sie die gewissen Schwierigkeiten, die die Holländer mit den Deutschen während des Kriegs hatten, dass Sie die am Rutzeln halten. Nein, ganz im Gegenteil. Ich setze mich in meinem Buch nicht ernsthaft, aber doch ein bisschen auseinander mit den Holländern, was die Holländer im Krieg gemacht haben. Ich bin immer der Meinung, man muss erst ins eigene Haus alles zurecht machen, bevor man sich auf das andere stürzt. 3000 Exemplare seines Erstlings muss Carrell in ein paar Stunden signiert haben. Sein Buch will er nicht als Memoiren verstanden wissen, aber man erfährt trotzdem viel von ihm Erlebtes, von dem 1000 Sasser, der zum Jahresende seinen Showmaster-Job an den Nagel hängt. In Ihrem Buch sprechen Sie ja also, wie in der Schnabel gewachsen ist. Jetzt werfen Sie Ihrem Leserpublikum so Formulierungen wie Bumsen und Ähnliches um die Ohren. Glauben Sie, dass das Ihrem Image als netten Jungen von nebenan schaden könnte? Das könnte sein, ja. Nur, Sie müssen nicht vergessen, ich muss immer Samstagabend brav sein. Da sitzt die ganze Familie und dann die ganze Presse, die nur darauf wartet, dass etwas passiert. Und so, da muss ich brav sein. Während im Kino, in illustrierten Zeiten, ganz andere Sachen heute gebracht werden, als wir in der Samstagabend-Familiensendung. Und wenn ich dann ein Buch schreibe, das heißt, nicht ist für Leute, die überhaupt nicht bezahlen, die sehen uns nur so da zu Hause, wenn ich ein Buch schreibe für Menschen, die dafür wohl bezahlen müssen, dann haben die auch Recht darauf, zu wissen, was ich mal denke, was ich mal erlebt habe, was ich noch machen möchte oder gemacht habe. Da haben die Recht darauf. Und da bediene ich mich von der normalen Sprache, die ich habe, nicht von der Samstagabend-Sprache, das ist eine andere Sprache. Also ist das Ihr Kontrastprogramm sozusagen, Ihr eigenes? Ja, das nicht nur. Es war herrlich und neben am laufenden Band, nach 46 Sendungen oder 40, endlich mal an was anderes arbeiten zu können. Kreativ musste ich das. Und das Buch war dafür eine herrliche Gelegenheit. Wenn Ihr Buch nur oberflächlich lesen würde, blieb auf jeden Fall hängen, dass Sie also eigentlich ein Frauenheld sind oder sein wollen und dass Sie Egerländer Musik nicht mögen. Das Buch, es gibt keine Frauengeschichten in dem Buch, so wie das bei vielleicht erwartet wird. Es sind Geschichten, die teils erfunden sind und teils erlebt, aber ich habe selbst eigentlich nicht so sehr eine Hauptrolle. Im Ins Fettnäpfchen treten ist der Weltmeister, ein Hecht im Karpfenteich der deutschen Showmaster. Warum kann er nicht so brav sein wie die anderen Karpfen? Warum musste er in einer seiner Sendungen den gewölbten Bauch einer schwangeren Königin mit dem eines bayerischen Politikers vergleichen? Weil ich finde, das ist die Aufgabe eines Showmasters, Conferencier oder Kabarettisten, um die dieser gerade die in der Presse so unheimlich hoch gejubelt werden, wieder auf die Erde zurückzubringen. Das ist dann eine fast hysterische Berichterstattung, die nur gemacht wird mit einem Befehl vom Chefredakteur, pass auf, Kinder, die Fotos nur von der Seite schießt, damit wir das sehen. Und wenn ich dann all die Fotos sehe von der Seite und ich sehe das dann neben Strauß und ich stelle dann fest, dass da eine gewisse Ähnlichkeit ist und ich sage, ja, nicht hier, sondern da, dann ist das einer der harmlosesten Witze für mich, den ich je gemacht habe. Nur durch diese Hysterie einfach, über, in meinen Augen ein Märchen, ich finde Königin Silvia ein Märchen, ich finde das schön, dass es das noch gibt, aber
Die Hysterie kommt einfach schon, wenn man den Namen nennt. Ich habe mir eine Zeit gegeben, wenn ich den Namen Peter Alexander nur sagte, haben die Leute schon geschrieben, die haben nicht gehört, was ich danach gesagt habe. Aber das ist dann eine Verabkürzung, dass man diesen Namen nicht nennen darf. Und ich finde, wir Showmaster müssen das gerade tun. Und es kommt auch ein bisschen, dass viele Kollegen von mir sich beschränken heutzutage auf bitte sehr, danke schön und hier ist und hier kommt. Aber das ist nicht die Aufgabe des Showmasters. Und wie weniger wir so etwas machen, wie mehr diese sowieso schon sterbenden Beruf Showmaster, das stirbt aus wie Tante Emma Läden oder was dann auch, schneller kaputt geht, als ich eigentlich möchte. Die unfreundliche Presse ist für ihn die Antwort auf den Helmut Kohl-Auftritt in Holland nach dem Motto, schlagt ihr unseren Kohl, hauen wir euren Karel. Dieser Auftritt von Helmut Kohl im ZDF zusammen mit 100 Holländern, die ihn doch wirklich fertig machten da, die waren auch nicht repräsentativ für die Holländer. Das hat uns unheimlich geschadet. Nicht nur Karel, auch Käse aus Holland, Gemüse aus Holland und so weiter. Man hatte immer so ein Gefühl von, ach, die harmlose Holländer. Ne? Das gefällt die Deutschen auch sehr. Ach, die harmlosen, nette Leute da und so. Und diese Sendung, die hat viel böses Blut gesetzt bei den Deutschen. Und als ich die Sendung gesehen habe, habe ich zu meiner Frau gesagt, noch zwei von solchen Sendungen und ich muss meine Koffer packen. Und es ist dann klar, dass natürlich ein Showmaster mit den meisten Zuschauern hat auch die meisten Feinde, dass die Feinde sich das als Anlass nahmen, sich sobald bei Karel was los war, extra sich drauf zu stürzen. Das geht wieder vorbei natürlich und so. Also ein Revanche-Foul sozusagen. Wie? Ein Revanche-Foul, wie man im Fußball. Ja, kann man in etwa sagen. Ich bin normal, ich finde es schlimm, es abzusagen, und ich bin der prominenteste Holländer in diesem Land und dann ja, bin ich dran. Das ist logisch. Viele Deutsche lieben ausländische Showmaster, solange sie sich benehmen wie ihre Hunde. Sie müssen brav sein, Platz und Männchen machen, aber oh weia, wenn sie bellen. Dabei kläffe ich nicht mal, sagt Karel in seinem Buch. Wir sind und bleiben natürlich Gastarbeiter in diesem Land. Und da müssen wir uns wirklich brav benehmen. Das heißt, sobald wir etwas Satirisches machen oder Kabarettistisches, das geht nicht einfach. Dann beschweren sie sich gleich unheimlich. Ich habe nichts dagegen, weil es wird wieder alles so ernst genommen von der Presse. Und das merke ich jedes Mal, und das hat auch Dietmar Schönherr festgestellt. Ich meine, Victor Jan und Lou von Burg haben nie Ärger damit gehabt, weil sie auch nie gebellt oder gekläfft haben. Aber wenn sie es machen würden, dann würden sie Ärger kriegen. Man sagt immer, das amerikanische Showgeschäft ist hart. Das ist nicht wahr, das ist ehrlich. Das Deutsche ist hart. Das ist verdammt hart. Und nicht ehrlich? Nein, ehrlich finde ich es nicht. Warum nicht? Es wird einfach zu viel gelogen. In der Unterhaltung gerade. Es ist mir alles gerade eine Nummer zu viel. Das ist nicht ehrlich. Sie sagten vorhin, ein Teil Ihres Erfolgs ist, weil Sie misstrauisch sind, sich selbst gegenüber und anderen gegenüber, aber das allein kann Ihren Erfolg nicht ausmachen. Woran liegt es, dass Sie im Gegensatz zu anderen Leuten so viel Erfolg haben? Ideen, würde ich sagen. Immer wieder Mühe machen, was Neues zu bringen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Dass wir jedes Mal eine andere Dekoration haben. Immer wieder andere Spiele. Aber Ideen muss man ja auch verkaufen. Ich, aber das lernt man einfach. Das ist ein Beruf. Ich meine, ja, warum gibt es dann bei uns so wenig Leute, die gute Ideen verkaufen können, selbst wenn sie also nicht von ihnen selbst stammen? Tja, wahrscheinlich, weil sie sie nicht haben und auch, weil sie sich vielleicht nicht umschauen. Man muss, mal, wenn ich in Las Vegas sitze und gucke mir da irgendeinen Kollegen an, dann gucke ich rechts, ob Ilja Richter da sitzt und links, ob Michael Johnson da sitzt, aber er sitzt nicht da. Ich finde, dass meine Kollegen zu wenig ins Ausland gehen, um zu gucken, mit welchem Wasser die da kochen. Ich meine, nicht, dass man richtig Gags übernehmen kann, aber man wird inspiriert von denen. Warum wollen Sie nicht weiter diese Show machen? Das ist nur eine... Oder das ist eine schöpferische Pause? Nein, diese Art von Shows mache ich nie wieder, weil sie einfach... Dieser Superstress, den ich nun 20 Jahre gehabt habe, die knabbert zu viel an meine Gesundheit. Und auch geistig und so weiter, gehe ich dann kaputt. Und ich glaube auch, dass ich auch was kreativ am Ende bin, mit dem Medium Fernsehen. Ich muss was Neues machen, will ich kreativ noch weiterarbeiten können. Ich bin noch gerade in einem Alter, wo man noch gerade umschalten kann. Nur ich würde mich totlaufen bei diesen Art von Live-Shows. Das geht nicht weiter. Was er danach machen wird, weiß er angeblich noch nicht. Seinen Fans jedenfalls bleibt er schwarz auf weiß in Erinnerung, in einer Auflage von 100.000. Hoffentlich bleibe ich nicht drauf sitzen. Dieses Privathaus im Berliner Grunewald ist umgewandelt zur Filmkulisse. Regisseur Ulrich Schamoni ließ sein privates Mobiliar in ein Lager schaffen. 25 Filmleute tragen nun dazu bei, Haus und Hof renovierungsbedürftig zu machen. Villa Tannenberg heißt Schamonis neuer Kinofilm, in dem alternatives Leben und Energiekrise das Thema sind. Die
Die Villa ist das geduldige Opfer. Ulrich Amoni, von den 7 Spielfilmen, die Sie gemacht haben, ist das der 3. der in diesem Haus, Ihrem eigenen Haus, spielt. Was bringt einen Menschen dazu, dieses Haus als Filmstudio zur Verfügung zu stellen? Ja, weil es würde sich ja kein anderer sein Haus so zur Verfügung stellen, wie ich es tue. Ich bin mit Leib und Seele, was weiß ich, Filmemacher und habe dieses Haus auch durch Filme verdient und ich setze es auch da wieder ein. Der glückliche Umstand mit meinem ersten Film hat mich an dieses Haus gebracht. Das war es. Das war es. Und an weitere Filme habe ich nur machen können, indem ich das Haus hoch verschuldete. Und eigentlich gehört es den Banken. Blechtrommelkameramann Igor Luther und Hauptdarsteller Horst Frank stellen das Projekt auf stabile Pfosten. Wie stehen Sie zu Uli, zu seinen Skurrilitäten? Eine Skurrilität ist, dass wir hier in seinem Haus uns befinden. Mhm. Das ganze Haus Filmkulisse geworden ist. Da muss ich sagen, da ist er doch ein richtiger, wie sagt man, Fanatiker fast, denn ich hätte mein Haus dazu nicht zur Verfügung gestellt. Ich finde seine Art, Filme zu machen, eigentlich sehr gut, weil sie sehr viel Möglichkeiten offen lässt, sehr viel die eigene Fantasie beansprucht. Das ist unser Haustier, ja. Und die Hühner. Alles Kulisse. Die ganzen Hühner und Enten. So, eine Art Noah halt, mitten in der Großstadt. Ne? Drüben sind noch die Ziegen und die Schweine, ne? Die ihr auch mal sehen wollt. Wir Bienen sind 150.000 Bienen, das sind 2 Altvölker und da drüben ist ein Jungvolk. Ja, das war ja früher alles Rasen, wie es so im Villengärten sonst normalerweise aussieht. Und das haben wir seit dem Frühjahr in schwerer Arbeit die Rasenfläche abgetrennt, weggefahren, so in Soden und dann Muttererde aufgeschüttet. Und jetzt wächst sie also die verschiedenen Kohlsorten. Grünkohl, Rosenkohl, Blumenkohl, Chinakohl, das ist ein roter Rosenkohl. Ja, die Schweine ist schon ganz perfekt geworden bei uns. Ne? Als Viehstall muss die Sauna hier halten. Komm hier, der Liebling der Kompanie hier. Mhm. 40 Drehtage, 2 Millionen Mark stehen zur Verfügung. Diese Szene muss erklärt werden. Das Wasser des zum Fischteich umfunktionierten Swimmingpools bricht in den Keller ein. Die Darstellerin Leslie Molten, die Panik hat von ihr Besitz ergriffen, muss in den Pool, um den Auslauf zu stopfen. Moni will mit seinem Autor Wolfgang Menge, wie in seinen vorangegangenen Kinofilmen, aktuelle Problemstellungen unterhaltsam an die Leute bringen. Ich habe zum Beispiel die Projektkommission der Filmförderungsanstalt hat mir den Zuschuss verweigert für diesen Film, obwohl, also was weiß ich, ein sehr bekannter Autor, Wolfgang Menge, und ich bin ja nun auch heute nicht mehr ein Anfänger, uns für dieses Thema entschlossen haben. Und die 250.000 Mark, die wir zum Beispiel für diesen Film sehr dringend gebraucht hätten, fehlen mir an jeder Ecke. Aber die Herren haben es lieber, wenn man abgesicherte Qualitätsliteratur in Bilder umsetzt. Und das langweilt mich und das sehe ich auch nicht als meine Aufgabe an. Wir wollen jetzt nicht den Inhalt beschreiben, aber bei diesem Film haben Sie 2 primäre Themen aufgegriffen. Das alternative Leben und die Energiekrise. Ja, das sind Themen, die, was weiß ich, die mich persönlich berühren, die einfach auch meine Umwelt berührt. Das sind Diskussionsstoffe, die unseren Lebensbereich
im Kleinsten und auch im Größten berühren. Vielleicht sollen wir jetzt diese mit den beiden anfangen. Ulrich Schamoni, ein Kinofanatiker, der seine Privatsphäre, seiner Leidenschaft, dem Filmemachen, geopfert hat. Wieder einmal beweist ein kleines Land wie Holland, dass es mehr Unterhaltungstalente beherbergt als die so talentarme Bundesrepublik-Showszene. Robert Long, ein Ex-Schlagersänger, ist zum Liedermacher und Bühnenentertainer aufgestiegen. Nun stellt der begabte Holländer seine erste deutschsprachige Plattenproduktion vor. Zu vergleichen mit deutschen Barden ist er nicht. Vater, was du mich gelehrt hast, habe ich endlich fast verlernt. Ich hab mir jeden Ratschlag mühsam aus dem Hirn entfernt. Deine Selbstgerechtigkeit, deine Aufgeblasenheit, wenn es zu der Frage kam, wie ich war und mich benahm. Wir haben uns sehr oft gestritten und ich warf dir vor zumeist, dass du eigentlich schon tot bist und vom Leben gar nichts weißt. Wenn ich sage zum Beispiel Reinhard May, dann denkt man, ah ja, das kennen wir, aber das ist nicht dasselbe. Ich meine Reinhard May oder Stefan Sulke oder so etwas ist bestimmt anderes als was ich tue. Ich meine, wir schreiben alle Lieder, denke ich, aber das ist das Einzige, was wir gemein haben. Und wir versuchen etwas Sinniges zu singen oder sagen. Robert Long, wir sind uns einig darüber, dass ein Lied die Gesellschaft nicht verändert. Aber was haben Sie mit Ihren sozialkritischen Liedern erreicht? Ja, ich glaube, man erreicht immer Leute, die dasselbe denken oder Leute, die nicht dasselbe denken. Aber das, ich meine, das ist egal, wenn man dasselbe denkt, dann sagt man, ja, das stimmt. Und wenn man nicht dasselbe denkt, dann sagt man, nein, ich glaube es nicht. Ist das nicht frustrierend, dass man nur immer die erreicht, die dasselbe denken? Nö, ich habe auch nicht nur das Ziel, etwas oder jemanden zu erreichen. Das erste Ziel, das ich habe, ist, Menschen zu amüsieren, heißt das so? Und wenn einer etwas anderes da durchgehend denken, dann ist das gut, aber ich glaube, ich bin kein Pfarrer oder so etwas. Jungs, macht nur weiter so, ihr bekommt schon alles kaputt. Leitet alles Gift ins Meer, Dreck und Scheiße hinterher. Macht den Ozean zum Klo, Öl schwimmt da schon sowieso. Gehen die Fische dabei drauf, was liegt schon viel daran? Jappa, tappa, tappa, macht die Welt euch untertan. Ja, die Herren dieser Welt sind wir ganz allein. Ohne Führerschein, ohne Führerschein, ohne Führerschein. Beste Jungs, macht nur weiter so, ihr bekommt schon alles kaputt. Haut noch die letzten Wälder klein, Autobahnen müssen sein. Setzt auf das letzte Wiesenstück, ne stinkende Chemiefabrik. Und werden auch paar Leute krank, es wird Profit gemacht. Ja, der Mensch hat's weit gebracht. Wunderbar, ja, wir sind schon beinahe Ziel. Wunderbares Ziel, wunderbares Ziel, wunderbares Ziel. Beste Jungs, macht nur weiter so, ihr bekommt schon alles kaputt. Schafft Bomben euch und Panzer an, die Menschheit braucht sie irgendwann. Will einer nicht dein Bruder sein, dann schlag ihm gleich den Schädel ein. Wenn er nicht deiner Meinung ist, dann mach ihn lieber tot. Am besten für den lieben Gott. Ja, der Mensch ist so hilfreich, edel und gut. Fließt dabei auch Blut, fließt dabei auch Blut, fließt dabei auch Blut. Beste Jungs, macht nur weiter so, ihr bekommt schon alles kaputt. Buckelt vor der Obrigkeit, provoziert bloß keinen Streit. Die da oben richten schon, denn die verstehen mehr davon. Sicherheit und Ordnung sind des Bürgers erste Pflicht. Protestieren lohnt sich nicht. Halt den Mund, es ist ungesund, wenn man schreit. So gewinnt man Zeit, so gewinnt man Zeit.
man Zeit, so gewinnt man Zeit. Beste Jungs, macht nur weiter so, ihr bekommt schon alles kaputt. Gibt die Schuld dem Lauf der Welt oder dem, der Fragen stellt. Latsch wie eine dumme Kuh, nur auf den eigenen Metzger zu. Oder steck wie Vogelstrauß den Kopf nur in den Sand. Jappe, tappe, tappe. Denn es tut sich allerhand. Beste Jungs, macht nur weiter so, geht es gut. Unter welchem Blut kann man nicht vermeiden, man muss sich entscheiden. In Holland ist Kleinkunst sehr populär. Sie können also 3 oder 4 Wochen in Rotterdam oder Amsterdam auftreten? Ja, in Amsterdam sicher, ja. Rotterdam ist meistens 2 oder 3 Wochen. Den Haag 1 oder 2 Wochen. Das liegt auch daran, wie populär man ist. Ich meine, es gibt auch Leute hier, die stehen 1 oder 2 Monate in Rotterdam. Aber es gelingt mir noch nicht. Was sind die Elemente Ihrer Show, die Sie auf der Bühne machen? Ich habe immer eine Gast, ja. Und dann, es gibt, was man dann auf Englisch nennt, Crosstalks. Meine Gast ist ein für mich sehr gute und auch sehr berühmte und beliebte, geliebte Schauspieler. Und dann gibt es ein Combo, womit ich immer auftritt. Und die spielen 1 oder 2 Stücke. Ich singe etwas. Es ist ein Mischung zwischen, ja, ich glaube, Revue und das richtige Chansonprogramm. Reizt es Sie, in Deutschland aufzutreten mit so einer Show? Das wird sehr schwer sein, denn mein Deutsch ist nicht so gut, dass ich die Dinge, die ich hier mache, auch sage oder improvisiere oder so etwas. Dann sollte ich alles zuerst aus dem Kopf müssen lernen. Und ich glaube, so weit bin ich noch lange nicht. Was empfindet man dabei, Robert Long, wenn man sich selbst auf dem Bildschirm betrachtet? Ja, jetzt nicht zu viel mehr, glaube ich. Ich meine, wenn das das erste Mal passiert, dann ist man aufgeregt und man ist stolz vielleicht. Aber es ist schon so viel mal passiert, dass ja, ich schaue es nur an. Man schaut, ob man Fehler sieht oder so etwas. Aber ist denn Singen für dich irgendwo auch ein Ego-Projekt? Ja, ich glaube, dass jeder, der im Showbiz ist, dass es irgendwo ein Ego-Trip ist auch. Ich meine, wenn man nicht auf der Bühne steht, kann man auch leben, nicht? Ich meine, man kann Schallplatten machen und schreiben. Es klingt banal, was ich hier niederschreibe. So wie ein dummer Schlager, jedes Wort so leer. Ich geb mir Mühe, dass ich sachlich bleibe. Doch das ist schwer. Dort an der Turmuhr kann ich sehen, 7 Minuten schon nach 10. 2 Stunden Zeit hab ich mir noch gegeben. Für diesen Brief, damit du mich verstehst. Ich hab versucht, auch ohne dich zu leben. Nur, dass die Kraft mich jetzt verlässt. Weitere Lieder von Robert Long bekommen Sie im ARD-Programm am 24. September angeboten. Wenn man mich mal fragen würde, ist der Titel der Sendung. Wie eine Ewigkeit ist jeder Tag gewesen. Seitdem du von mir fortgegangen bist, da tut man alles, ausgehen, saufen, lesen, dass man vergisst. Doch es war alles ohne Sinn, so dass ich heute am Ende bin. Die Zeit läuft ab, das Leben geht ja weiter. Und deines auch, es fängt ja grad erst an. Doch mir erscheint es durchaus nicht mehr heiter.
darum ist es mir zu lang. Der Brief hier soll so eine Art von Lebewohl sein. Such nicht nach einem Vorwurf irgendwo. Vielleicht wird dir, wenn du ihn liest, nicht wohl sein. Ich mein's nicht so. Wir werden uns nicht wiedersehen. Für mich wird es nun Zeit zum Gehen. Cliff Richard hat Popmusikgeschichte gemacht. 21 Jahre lang hat er sich im so leicht vergänglichen Musikgeschäft ganz oben gehalten. Jetzt ist der von Elvis Presley inspirierte Popstar wieder Nummer 1 in der englischen Hitparade. Ab 2. Oktober zieht er durch Deutschlands Konzertsäle und tritt in 16 Städten auf. Ich brauche den Rock'n'Roll nicht. Ich mag ihn zwar, ich liebe ihn sogar, aber ich brauche ihn nicht. Meine Sicherheit ist eine gefühlsmäßige, keine materielle. Die meisten Leute verstehen unter Sicherheit ihr Haus, ihre wunderbare Frau, haben zwei Kinder und einen guten Beruf. Das ist ihre Sicherheit. Ich sage nun, man kann seinen Job verlieren. Und, ich hätte Angst, dies zu sagen, man kann sogar seine Frau verlieren. Alle diese Sachen kann man einbüßen. Also taugt diese Sicherheit nicht für mich. Meine Sicherheit ist Jesus. Das kann mir niemand nehmen. Alles andere ist vergänglich. In England toleriert man Cliff Richards religiöse Einstellung. Er will das, was er privat glaubt, nicht mit seiner Leidenschaft, Rockmusik zu spielen, vermischt sehen. Sonnenanbeter von Saint-Tropez. Ein exklusiver Clan von reichen und beautiful people, die sich an diesen Spätsommertagen eine gesellschaftsfähige Bräune holen. Am Plage Tahiti sonnt sich auch der Münchner Impresario Lothar Bock im Glanz eines 150-Millionen-Geschäfts. Bock, der auch geschäftlich schon einmal baden ging, ist im kommunistischen Osten heute ebenso bekannt wie im kapitalistischen Westen. Nur in Saint-Tropez kennt ihn noch keiner. Aber die Schönen fragen sich während unserer Dreharbeiten, wer der Kerl wohl ist.
Herr Box, Sie haben ein Supergeschäft zustande gebracht, indem Sie die Fernsehübertragungsrechte für die Olympiade 1980 von den Russen an die Amerikaner für umgerechnet 150 Millionen Mark verkauften. Wie kommt so ein Geschäft zustande? Indem Sie erst einmal selbst sehr viel Kapital haben müssen, um zu investieren. Ich war, wie Sie wahrscheinlich wissen, ca. 70 Mal in der Sowjetunion innerhalb der letzten 3 Jahre und ca. 50 Mal in Amerika. Wenn man allein diese Reisekosten zusammenzählt, kommt schon ein sehr erheblicher Betrag zusammen. Und darüber hinaus, muss ich sagen, ist natürlich die Tatsache, dass man Beziehungen hat, sowohl in Moskau als auch in New York, von erheblichem Vorteil gewesen. Für die Olympiade in München haben die Amerikaner nur ein Fünftel dieses Betrages bezahlt. Warum ist Ihnen die Olympiade in Moskau so viel wert? Das waren die drei amerikanischen Networks. Denen war die Olympiade in Moskau ca. 150 Millionen D-Mark wert. Da kommt noch nicht nur alleine die Olympiade, sondern auch das Moskau, die Sowjetunion, Russland, das Mysterium Russland gegenüber den Amerikanern, hat sicherlich mit dazu beigetragen, um diesen Preis in die Höhe zu treiben. Es ist von amerikanischer Seite sogar vermutet worden, dass Sie ein Spion sind. Das glauben viele Leute, aber ich darf Ihnen eins sagen, das sind natürlich alles nur Gerichte. Und ich sage scherzhaft halber immer, wenn man mir 100 Millionen Dollar ab Front zahlen würde, dann würde ich mir das mal überlegen. Aber nach dem damals war jetzt einer der großen Weil, die man mit dem besten Geschäfte macht. Bei der Olympiade 1980, so Bock, muss der Rubel rollen. Die Herren im Kreml erhofften der Olympiade 1980 die große Devisenschwemme. Dafür sind sie gern bereit, den eisernen Vorhang für ein paar hunderttausend Touristen weiter als gewöhnlich zu öffnen. Die Sorge, dass ihre Bürger durch den Anblick westlicher Dekadenz verdorben werden könnten, haben sie wohl verdrängt. Im Westen wird man per Fernsehen zeigen, dass es sich auch in der Sowjetunion heute ganz angenehm leben lässt, zumindest für die Funktionäre. Champagner floss in Moskau nicht allein wegen Box Fernsehgeschäft mit den Amerikanern. Auch 350 deutsche Firmen haben Anlass zum Feiern. Sie liefern vom automatisierten Frisiersalon bis zum saftigen Hamburger so ziemlich alles, was die Russen selbst nicht haben. Die Generalprobe für Fernsehkameras, Journalisten und Athleten war freilich nicht für alle so erfolgreich wie für Lothar Bock. Der clevere Münchner versuchte, die sowjetische Spartakiade im August ans amerikanische Fernsehen zu verkaufen. Die großen 3 US-Fernsehanstalten zeigten kein Interesse, zumal nur wenige US-Athleten starteten. Lothar Bock organisierte daraufhin einen 4. überregionalen Kanal für 48 Stunden, der 70% der amerikanischen Haushalte erreichte. Im großen Geschäft um die Olympiarechte hatten die Russen zunächst 200 Millionen Dollar von den Amerikanern verlangt. Die mächtige US-Fernsehgesellschaft CBS wollte unter 80 Millionen Dollar bleiben. Der Start nordamerikanischer Sportler im kommunistischen Moskau ist ein Politikum im Wettstreit beider Supermächte. Das wusste Lothar Bock und konnte höher pokern. Die Journalisten sind nur Randfiguren beim olympischen Supergeschäft. Bevor sie ihre Berichterstattung an den Startbahnen beginnen, sind die Geschäftsleute längst am Ziel. Unter ihnen Coca-Cola und der Münchner Lothar Bock, der, als CBS abwinkte, die Übertragungsrechte für 160 Stunden kurzerhand an die Konkurrenz NBC verkaufte, für 87 Millionen Dollar. Und NBC musste kaufen, weil die Giganten ABC und CBS im Kampf um die Zuschauer weit vorn liegen. Man spricht davon, dass bei dem 87 Millionen Dollar Deal 10 Millionen Dollar für Sie selbst abgefallen sind. Stimmt das? Das stimmt leider nicht. Schön wäre es. Das gesamte Deal mit NBC, das war also unser Vertragspartner gewesen, war ein sogenanntes Package-Deal. Das heißt, wir haben die Olympiade zusammen mit Produktionen an die NBC verkauft. Wir haben ein Auftragsvolumen der NBC von nicht ganz dieser Summe, die Sie genannt haben, erzielt. Und wie Sie selbst als Fernsehfachmann wissen, ist ein Betrag, den Sie von einer Fernsehanstalt erhalten, nicht immer Gewinn. Sondern Sie müssen da über hinaus sehr viel Geld investieren und dann ist die Frage, was bleibt übrig? Und was übrig bleibt, das kann ich Ihnen heute noch nicht sagen, denn erst 1980 sind die Olympischen Spiele.
Aber Sie haben eine Vorstellung von dem, was übrig bleiben könnte. Sicherlich habe ich das und ich muss sagen, ich bin sehr stolz darauf, dass es mir gelungen ist, ein gutes Geschäft zu machen. Ich weiß und bin überzeugt davon, dass es nicht das letzte Mal ist, ein so gutes Geschäft zu machen. Aber heute konkret über Zahlen zu reden, ist mir echt zu früh. Olympia ist ein Zauberwort. Moskau erhält neuen Glanz. Die geplagte arbeitende Klasse macht Überstunden und die Funktionäre üben sich derweil im Umgang mit westlicher Lebensform. Schließlich will man nicht hinter München und Montreal zurückbleiben. Eins weiß Lothar Bock. Ich muss Ihnen sagen, die Russen sind mehr kapitalistisch als wir Kapitalisten. Die rechnen in harten Dollars oder in harter D-Mark. Und man muss dazu auch sagen, die Olympischen Spiele in Moskau kosten den Russen sehr, sehr viel Geld. Zwischen 5 und 700 Millionen Dollar. Ein polnisches Partisanenlied. Die Sängerin ist Polin. Anna Prudznal aus Warschau. Seit 8 Jahren als Anna Prudznal in Paris leben. Als sie dort vor einem Jahr erstmals mit Liedern und Chansons auftrat, stand die Presse Kopf. Ein kleines Wunder, eine einzigartige Sensation. Anna Prudznal heute schon die Prudznal. Morgen Anna die Große. Kości moje mchem porosną i użyźnią się mi szmat. Im Mai dieses Jahres kam sie überraschend nach Hamburg. Im letzten Moment eingeladen zum Festival Theater der Nationen. Ohne Ankündigung, ohne Reklame in Deutschland, gänzlich unbekannt, trat sie auf die Studiobühne der Hamburgischen Staatsoper. I ustał jak kochanka, ja żyć będę w snopach z bór. Anna Prudznal. Ein unbekanntes Wesen. In Paris hatte sie Monate zuvor wochenlang Triumphe gefeiert. Aber wer unter den Hamburger Zuhörern wusste das schon? Was schließlich zu einem großen Festivalereignis wurde, ging ohne besonderen Aufwand über die Bühne, ohne großes Orchester. Flankiert nur vom Pianisten-Ehepaar Nicole und Oswald D'Andrea. Das kühle, immer da kritische hanseatische Publikum war begeistert. Man hatte eine Entdeckung gemacht. Die polnische Sängerin aus Paris hatte gewonnen. Drei Monate später besuchten wir sie beim Festival in Avignon. Sie und ihre Familie. Ehemann Jean Maillon und Sohn Pierre. Tags zuvor noch hatte sie in Rom vor der Kamera gestanden. Federico Fellini wollte die Schauspielerin Prudznal für seinen Film Cité des Femmes. In Warschau hat sie Musik und Theater studiert. Sie hat als Mezzosopranistin bei Felsenstein an der Komischen Oper in Ost-Berlin gesungen und nun also eine neue Karriere als Chansonsängerin. Was hat sie daran gereizt? Wenn ich Chansons singe, bin ich weniger in den Händen eines Regisseurs. Ich kann mich darin besser ausdrücken. Ich kann in Liedern, auch wenn sie von anderen Menschen stammen, viel eher meinen eigenen Geschmack formulieren. Besonders im Film, aber auch im Theater, ist man als Schauspieler nur ein Objekt des Regisseurs. Ihr erstes Chansonprogramm nannte sie Träume des Ostens, Träume des Westens. Anna Prudznal ist Immigrantin, aber sie ist, und darauf legt sie Wert, keine Dissidentin. Sie kam nach Frankreich der Liebe wegen, ein Zugvogel, der allerdings nicht zurück darf in die polnische Heimat. Überall liebt man die Zugvögel. In den Ländern des Ostens, des Nordens, des Südens, sagen die Leute, wenn die Zugvögel kommen, oh, der Frühling naht. Seht mal, die Zugvögel kommen schon. Und jeder liebt sie. Und ich bin so eine Art Zugvogel. Mal beliebt, dann auch wieder nicht. Die Zugvögel kennen keine Grenzen. Sie sind einfach glücklich. Sie können singen, was sie wollen. Niemand sperrt sie hinter einen eisernen Vorhang. Manchmal allerdings tut man sie in einen Käfig. Ich jedenfalls fühle mich als Zugvogel. Und ich liebe die Sonne. Heute besuche ich
mein Glück. Weiß nicht, wann komm ich zurück. Anna Brückner singt auch Deutsch. Texte von Brecht nach der Musik von Kurt Weil, Lieder von Robert Stolz und von Friedrich Holländer wie dieses. Heute vergess ich mich selber, vielleicht. Heute besuch ich mein Glück, dann komm ich glücklich zurück. Die Kritik in Frankreich vergleicht sie, trotz all ihrer Einzigartigkeit, mit Lotte Lenya, auch mit Marlene Dietrich. Akzeptiert sie das Vorbild, Marlene? Elle modèle à toutes les femmes fatales. Die Dietrich ist das Vorbild für alle femmes fatales. Und jede Frau ist in sich so ein bisschen femme fatale. Mag sein, dass wir dafür gegenwärtig nicht die richtige Zeit haben. So kehre ich die femme fatale auch nur ein wenig heraus. Ich habe in mir auch etwas von Jacques Brel, neben Marlene Dietrich auch etwas von Edith Piaf. Übersetzungen über die Frage, wer in der Gruppe zu entscheiden hat, Eifersüchteleien, um dem Partner seine Überlegenheit vorzuspielen, kleine Rücksichtslosigkeiten und wie die anderen damit fertig werden. Die sieben sammeln Erfahrungen über das Zusammenleben mit anderen Menschen. In dem anschließenden Joker Club geht es um das Thema Jugendzentrum. Am Beispiel stellen wir das Jugendhaus Norden vor. Joker Club kommt in etwa eine halbe Stunde. Doch zunächst der Joker-Film. Platz lassen hier da? Klar, dann fragen wir eben. Das kriegen wir schon hin, nicht Kai? Logo. Ey, warte doch mal, vielleicht wollen wir nicht weiter. Was, hier? So dicht am Dorf? Was stört dich am Dorf? Dann brauchen wir nicht so weit laufen. Wollen wir nicht erstmal weiter rumsehen, ob wir noch eine bessere Stelle finden? Ich find's gut.